Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Shogun 2 Total War mit dem lieben Ralf. Grüß euch. Und natürlich meiner Wenigkeit. Beim letzten Mal, wir drücken mal bereit. Beim letzten Mal hatten wir als kleinen Cliffhanger eine Echtzeitschlacht vor uns. Wir haben gerade grandios eine Aufnahme gestartet und ja, haben diese Echtzeitschlacht irgendwie vergeigt. Wir konnten es nicht annehmen. In dem Moment, als ich die Aufnahme mit F9 gestartet habe, ging die Schlacht los, also die automatisch berechnete. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben oder ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, ob das irgendwie die Schnellstarttaste für automatisches Gefecht ist. Keine Ahnung. Vollkommener Mumpitz. Naja, wir starten auf jeden Fall wieder frisch vorm Frühling frei, weil mir allmählich die Parts ausgehen. Und deswegen habe ich den Ralf hier heute genötigt, dass er mit mir aufnimmt. Ja, was heißt denn genötigt? Ich mache es ja immer gerne. Das einzige Problem ist bloß, dass ich in letzter Zeit ein bisschen beschäftigter bin als noch zu Anfang. Also als wir angefangen haben aufzunehmen, war ich im Prinzip so weit frei. Also ich habe ja dieses Jahr oder letztes Jahr, also 2012, Abi gemacht und habe mir jetzt erstmal ein Jahr so halb frei genommen. Mittlerweile was halt so macht. Ja, richtig. Mittlerweile ist es allerdings so, dass ich mir ein paar Nachhilfeschüler in Mathematik geholt habe und dementsprechend ein wenig beschäftigter bin. Deswegen finden wir da ein bisschen seltener die Zeit, aber ich hoffe mal, dass wir es trotzdem beibehalten können, dass wir jeden Tag mindestens einen Part hochladen. Im Moment sind es sogar zwei pro Tag. Ja, womit? Ich sage jetzt mal, wenn es wirklich zu eng wird, dann können wir halt leider nicht anders als nur einen Tag. Einen Part pro Tag, so. So ist es, ja. Aber ich hoffe mal, dass wir es so gut wie möglich beibehalten können. So, du bekommst mal wieder meine guten Bogenschützen, alle. Naja, gut. Was ist denn das hier eigentlich? Ist das eine Feste, oder? Das ist sogar nur ein Vor, glaube ich. Echt? Ja, weil wir haben keine Bogenschützentürme. Stimmt. Für den Arsch. Naja. Oh, du hast jetzt ziemlich wenige Nahkämpfer, aber mehr kann ich dir leider eigentlich nicht geben. Na, wobei, bekommst noch ein Katana-Samurai, dass du dich auch ein bisschen verteidigen kannst. Boah, das ist zu gütig von dir. Naja, die Bogenschützen sind eh in jede Richtung verteilt, also... Die Nahkämpfer ziehe ich jetzt mal zurück, vorerst mal. So, was hast du hier? Yari-Samurai. Ja, wir sind eigentlich ganz gut bestückt. Der Feind ist zwar in der Übermacht und kriegt auch, glaube ich, noch Verstärkung, was ich gesehen habe. Ja, das ist gut möglich. Aber ich bin eigentlich recht zuversichtlich, da wir in der Verteidigung unterwegs sind. Und vor allem, da wir sehr viele Bogenschützen haben, die natürlich gleich am Anfang moralisch und truppenstärkemäßig ordentlich reinhauen dürften. So ist es. Deswegen werde ich nun einen Schluck meines Tees nehmen, während Ralf die Schlacht startet. So ist es. Oh, sie kommen alle vom Westen und ein wenig aus dem Süden. Okay, ja gut, ich kann jetzt die Truppen nicht zwangsläufig verstärken. Es ist alles schon optimal besetzt, sag ich mal. Also im Süden sind auf jeden Fall nur Nahkämpfer. Das, was so ein bisschen südwestlich kommt, ist ein Lundenschloss Ashigaru und eine Bogenkavallerie. Das habe ich ja tatsächlich noch nie gesehen hier. Ja, tatsächlich, ich sehe es. So, aber die ersten kommen schon in Reichweite. Oh, scheiße, und sie haben Kanonen. Oh, fuck. Das ist in ernster Gefahr, mein Lord. Europäische Kanonen zuversichtlich. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen scheiße. Mhm. Ich aktiviere mal... ich kann sie noch nicht mal aktivieren. So, jetzt. Okay, was machen wir jetzt? Das ist eine verdammt gute Frage. Hoffen, dass sie uns nicht zu viel zerstören und... Ach, fuck. Was ist los? Schau mal die Pagode in der Mitte an. Ja gut, die Pagode ist mir ja total egal. Naja, und die Mauer ist komplett im Eimer. Ja gut, die ist schon ein bisschen blöder, aber... Noch lasse ich da nicht die Hoffnung fahren, also die Kanonen werden auf... Du lässt doch sonst keinen fahren! Ja, genau. Also, du wirst gerade übrigens zusammengeschossen. Relativ zuversichtlich. So, ich werde das jetzt mal hier anders regeln. So, weil die feindlichen Yari-Ashigaru, die hier am Klettern sind, die sind schon moralisch relativ am Boden. Du könntest da mal im Westen ein bisschen die Bogenschützen wegziehen. Bin dabei. Okay, es hat sich erledigt. Hm?
Die Kanone hat das halbe Bataillon gerade ausgelöscht. Oh. Ich habe da so eine Idee. Ich denke mal, dass diejenigen, die diese Kanonen bedienen, relativ schwach sein werden. Davon wäre auszugehen. Deswegen werde ich jetzt mit deiner Erlaubnis die Yari-Ashigaru, die du mir überschrieben hast, opfern und rausschicken, während die anderen sich hier im Nahkampf begnügen. Wäre vielleicht gar nicht so blöd, wenn du das Samurai-Gefolge machen lassen würdest. Ja, wobei, na, Yari-Ashigaru darfst du mal opfern. Ich dachte mir halt, weil das Samurai-Gefolge halt wenigstens nichts wert ist, weil das ja sowieso am Ende des Kampfes wieder da ist. In voller Truppenstärke. Naja, die haben da hinten noch Truppen, weißt du? Die haben ja, ja noch Kavallerie, deswegen. Na, wenigstens haben diese Kanonen eine scheiß Feuerrate. Ein Vorteil hat das Ganze, ja. Oh, ich glaube, die Ashigaru werden da gar nicht hinkommen. Das ist ja ein ordentlicher Weg, den die da zurücklegen müssen. Naja, vor allem sind sie gerade von der Kavallerie abgefangen worden, was ein bisschen ärgerlich ist. Okay. Aber die machen die, glaube ich, fertig. Ah, lauft, ihr Schweine. Rasches Vorrücken. Sturm. Die Kanonen feuern gar nicht mehr, bilde ich mir das ein, oder ist das so? Ja, ich habe jetzt auch lang nichts mehr fliegen sehen. Ah, okay. Jetzt haben wir es verschrien. War Alter, ja mal wieder klar. Die hauen vielleicht rein. Aber meine Yari-Ashigaru, die habe ich jetzt mal von der Kavallerie abgezogen. Die sollen sich jetzt darum kümmern. Ich will diese Kanonen weghaben. Unsere Festung brennt! Soll sie brennen. Wir werden alles wieder aufbauen. Stein um Stein. Welch eine Blamage. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir die hier rausprügeln. Wobei die Leute, die am Klettern sind, sowieso schon vollkommen am Boden sind. Alle erschüttert, gebrochen, wankend. Ja, jetzt haben die Feinde nur noch die Bogenschützen vor den Toren und ihre Kavallerie. Und irgendwas haben sie verloren, weil sie sind alle am Wanken. Ich glaube, ich habe ihren General abgeschlachtet. Das könnte sein. Ist der schon hochgeklettert oder wie? Nee, der kämpft draußen gegen die Yari-Ashigaru. Ach so, okay. Ja, das kann nee, aber sein. Ich sehe ihn noch reiten, also. Okay. Ich ziehe mal meine Nahkämpfer jetzt alle hinter deine Bogenschützen zurück, damit eventuell die Bogenschützen zu klettern anfangen. Schick die Katana-Samurai zurück. Ja, bitte dabei. Na gut, die Gegner sind schon zerrüttet. Ja, okay, stimmt eigentlich. Ist vielleicht gar nicht so blöd, dass wir da. Nee, jetzt kommt nämlich die Kavallerie. Ah, wunderbar. Okay, zieh die Katana-Samurai zurück. Ich bin doch dabei, jetzt entspann dich doch mal. Bin ganz entspannt. Zieh sie zurück. So, jetzt bin ich gespannt, ob sie reinreiten können. Eigentlich müssten sie es, weil das Tor ist ja soweit restlos zerstört. Ja, das andere auch. Und das brennt noch nicht mal. Also durch das brennende Tor würde ich jetzt wahlweise nicht durchreiten. Boah. Ach du Scheiße. Die Katana-Samurai werden gerade überritten. Ja, vielleicht, Ich schicke Verstärkung. Entsendet alle Truppen. Ah, motiviere ich dich mal. Du kannst übrigens die Bogenschützen wieder in Dings reinstellen. In die Mauern. Schon dabei. Wow, verdammt, noch eins. Da kommen jetzt wieder ein paar Feuerpfeile geflogen. Tja. Nicht mehr lange. Ach, die Bogenschützen sind Gott sei Dank nur Bogen-Ashigaru und die sind ja direkt im Eimer, wenn man sie angreift mit irgendwelchen Katana-Truppen. Ja, das stimmt allerdings. Da haben wir eindeutig einen Vorteil.
Und ihre Kavallerie kann ebenfalls nicht standhalten. So, bis auf den General ist jetzt, soweit ich sehe, alles am Fliehen. Ich sehe den General auch nicht. Ja, der General ist ganz hinten bei den fliehenden Truppen noch. Der versucht, die, glaube ich, da noch ein bisschen so zusammenzuhalten. Allerdings eher mit mäßigem Erfolg. Na dann auf ihn gesagt. Ja, ich bin ja eh schon dabei, hier dem fliehenden Abschaum hier hinterher zu rennen. Die Kanonen, die sind mir beim letzten Mal, fällt mir gerade ein, sind mir die aufgefallen. Da habe ich nur noch gesagt, oh scheiße, sie haben Kanonen. Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich auch dran. Ah, ich glaube, der General ist ein bisschen zu übermütig hier. Ja, okay, jetzt rennt er auch weg. Feigling. Ha, wir schaffen es. Oh, das sind ja doch ganz schön viele. Und tschüss. Der Feind ist gebrochen. Heute sind Tod und Unehre das ihrige Schicksal. Doch ist ihre Niederlage eine knappe. Meine Augen schwer. Dunkle Wolken ziehen nah. Die Sonne verdrängt. Japanisches Todesgedicht. Ja, ich hab bloß irgend so ein Zeug über Verschleiß. Leider. Ja, komm, sonst hast du mal die Todesgedichte. Nee, normalerweise wir beide. Okay, stimmt. So, sehr erfolgreiche Schlacht. Bis auf das Samurai-Gefolge kein einziges Bataillon verloren. Ja, prima. Ja, genau so stelle ich mir das vor. So, damit ist der Andersack erstmal weg. Ha, die Chosokabe wollen ein Handelsabkommen mit mir und wollen dafür, dass ich das Handelsabkommen mit den Date breche. Nee. Nicht so direkt. Gegenangebot. Handelsabkommen nicht brechen. Und zahlt mir 10.000. Und ich will noch eine Geißel von euch. Los! Jetzt übertreibst du dich, sonst erklärst du dir gleich den Krieg. Ihr sprecht leere Worte und ich gehe das Risiko einer göttlichen Strafe ein, wenn ich sie ablehne. Ah, ein Ikko-Mönch kommt. Mei. Nein, nein, mein Metzge! Ist ja. Der übergelaufen? Nee, er... Keine Ahnung. Ich glaube, die haben gerade da so eine kleine Teepause zusammen. Nee, er hat ihn wahrscheinlich versucht umzudrehen, aber er hat es nicht geschafft. Ah, sehr gut. Also er kniet noch da fröhlich rum. Sie knien sich gegenüber. Sehr gut. Dann passt alles. Okay. So, dann schaue ich mal. Eigentlich... So, jetzt muss ich erstmal in Nordchina nur eine Feste bauen, weil da ist ja noch gar nichts gebaut gewesen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ah, sie haben ihre Armee aus Mikawa abgezogen. Das bedeutet für mich... Mikawa war wo genau? Da an der südlichen Grenze zwischen mir und Mikoiki. Warte, ich ping's dir mal da. Ah ja, ja, ich hab's. Okay, ja, wunderbar, dann kannst du da ja aus Totomi wunderschön einfallen. Ja, mein fetter Bruder. Er ist fett und frisst viel. Ja. So wie alle Brüder. Dein Bruder etwa auch? Niemals. Nee. Wir kriegen übrigens immer mehr Zuspruch für Third Age, ne? Wollte ich nur mal so am Rande bemerkt haben. Okay. Ja, dann. Das heißt, ich werde dich bald mal in meinen Pornokeller einladen müssen. Ja, wunderschön. Was heißt hier dein Pornokeller? Wenn hier einer den Pornokeller hat, dann bin das ja wohl ich. Naja, deins ist ein Zockerkeller mit PCs und allem. Ich habe meinen richtigen Pornokeller mit Streckbänken und Seilen, die von der Decke hängen und so ein Zeug. Ach so, ja gut, sowas habe ich natürlich eher nicht. Ha? Schau dir mal das da an. Ich gucke. Oh! Na, da, aber ich habe Echigo extra verstärkt, genau aus dem Grund. Also das dürfte ja eine relativ entspannte Verteidigungsschlacht werden eigentlich. So, ich mache jetzt eine... Zumal er größtenteils mit Lehnsschwert Ashigaru kommt. Ich mache jetzt eine relativ riskante Sache. Und zwar werde ich hier mal eine Belagerung durchführen.
Das ist in der Tat sehr riskant. Zwar bei Hiesen. Habe ich gesehen.